In der Kongressunion geht's haarig zu. Passend zum Herbstanfang präsentiert der Landesinnungsverband des niedersächsischen Friseurhandwerks die aktuelle Frisurenmode für die zweite Jahreshälfte. Angesagt sind wandelbare Schnitte, die sich an verschiedene Alltagssituationen anpassen müssen. Es sind sehr schöne Haarschnitte, die richtige schöne Linien geben, aber auch weiche Linien geben. Die Farben sind sehr ausdrucksvoll. Das ist das, was wir für den Herbst brauchen. Ein Trend, ja, gibt es einen Trend. Trend ist immer so eine Frage. Wir müssen mehr fragen, was ist Mode? Was möchte die Kundschaft, die Bevölkerung? Und heute ist Mode oder Trend alles das, was möglich ist. In der Mode selbst ist Trend Bewegung, auf jeden Fall. Weiche und schöne Linien, das ist so das Credum, was man braucht. Als Special Guest zeigte der Spitzenfriseur Dennis Machts von der D. Machts Group aus Berlin frische Schnitte für Herbst und Winter. Das Publikum wird schon sehr überrascht sein, was für Farbkombinationen wir zeigen, wenn wir sehr viel Pastelltöne haben. Die werden halt schon recht kräftig halt auch in der Aussage halt werden und sehr akkurat geschnittene Haare. Experimentell ist mit Sicherheit in. Wir werden haben halt auch ein paar Modelle, denen haben wir extra die Haare grau gefärbt. Also ich sehe zu, dass mein Grau verschwindet und die kriegen mehr Grau, damit es halt noch interessanter halt aussieht. Also es sind schon Trends, die vielleicht gerade am Laufen sind oder halt auch in der Zukunft kommen werden, ja.